Ja, dann gehen wir mal schnell ins Bett. Da kommen gleich die bösen Hexen. So, dann tue ich mir noch was zu trinken da rein. Nur Orangensaft. Heute mal. Nichts Alkoholisches. So. Jetzt müssen wir da mal irgendeine Ordnung angewöhnen. Das heißt, er ordnet das ja selber schon. Hier passt schon nichts mehr rein. Hier unten hatte ich die. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wo überall hatte. Das tun wir mal alles hier rein und das so. Ja, da müssen wir ein bisschen Ordnung schaffen. Wooden Pickaxe. Palmwood Planks. Ah, eine neue Plankensorte. So, habt ihr alles gemacht? Jawohl, da werde ich mich mal hier mit diesen komischen Teilen ausrüsten. Wie heißen sie doch gleich? Paxel. So, da haben wir dann also entsprechend 9 Stück. Das passt ja gut. Dann machen wir mal 3 Äxte. Wir machen 3 Schaufeln. 3 Spitzhacken auch natürlich. So. Das war das. Und jetzt müssen wir hier von 3 Paxeln. So, wie geht das jetzt nochmal? Die Reihenfolge ist echt nicht egal. So, jetzt haben wir die Schaufel in der Mitte. Und das links, das geht auch nicht, ne? Nein. So rum geht es auch nicht. Also die Spitzhacke muss in der Mitte sein. Und dann ist eigentlich egal. Die Spitzhacke muss aber in der Mitte sein. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also das können wir so machen oder so. Jetzt haben wir eine Ecke Menge Paxeln. Den Stein tun wir mal hier irgendwo rein und dieses Ding auch brauchen wir jetzt nicht. Das können wir immer gebrauchen, das nehmen wir weg. Das Bett könnte man auch gebrauchen. Das nehme ich mal weg. Dafür kommt dann dieses, also für Schwerter. Ja, alles Mögliche. Also ein verzaubertes Schwert. Und jetzt nehmen wir mal unser Schiff in die Hand. Wo ist es? Da. Und fahren wir so ein bisschen rum mit dem Bötchen. Also ich bin dann bald wieder da, mein lieber Hund. Und dann müsste ich eigentlich mal da bei der Hexe. Ja, und ich weiß inzwischen auch, wie man einen Eimer macht. Und ich kann es ja auch machen. Genau. Ich war doch damals sowas von blöd, nicht wahr? Wo habe ich denn jetzt hier? 3 Dinge braucht der Mann. Und dann macht er den Eimer. Und den kann ich ja hier mit meinem so geht das. Ei, ei, ei. Wirklich wahr. Manchmal ist man sowas von blöd. So, da hatte ich ja da so einen kleinen Kanal gebaut. Den wir ja noch ein bisschen mit Wasser füllen müssen.
So, das war's. Jetzt ist alles ebenerdig. Und jetzt muss ich dann mal nochmal bei der Hexe vorbei, weil ich hier meinen Durchgang machen möchte. Und das ist ja hier gar nicht. Sind ja, da muss ich ja da außen rumfahren. Ei, so. Da müssen wir dann hier links rum. Da müssen wir rum. Das waren ja alles natürliche Sachen hier. Und da ist dann der sogenannte Isthmus. Wo ist denn jetzt die Hexe unterwegs? Ist sie überhaupt noch da, weil wir ja das Zeugs geklaut haben? Ich weiß nicht, wir fangen einfach mal an zu buddeln hier. Das Ding ist das kaputte gewesen. So, dann machen wir einfach mal hier die Überfahrt. Hier den Kanal. Schön gerade, dann kann er auch ein bisschen schmaler sein, das macht dann nichts. Ich weiß nicht, wo die Hexe jetzt ist. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Wasser einfüllen. Nein, so das. So. Und schon ist der Kanal fertig. Wird immer ein bisschen abenteuerlich sein, an der Hexenhütte vorbeizufahren. Damit haben wir es. Da ist das Bötchen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da schön durchkommen. Ja, muss ein bisschen zielen, aber dann geht das schon. Ah, ohne Probleme. Das heißt, hier könnte man vielleicht noch... Da steht die Hexe. Kommst du jetzt gar nicht mehr zu deinem Häuschen zurück, was? Ah. Da haben wir dich jetzt aber ausgesperrt, oder? Hexe. Bin ich doch gespannt, ob sie das zu ihrem Häuschen zurückschafft oder ob sie am Kanal hängen bleibt. Das heißt, wir können ja eigentlich jetzt mal ganze Häuschen hier einfach mal abbauen. Was hältst du denn davon? Das wäre doch überhaupt die beste Methode.
So, jetzt haben wir mal im richtigen Vandalenstil, haben wir hier alles kaputt gemacht. So, meine liebe Hexe, ich lege mich mal ins Bett und zwar hier bei diesem Kollegen. Wie heißt der? Johannes, glaube ich. Der wohnte ja hier. Dann nehmen wir das Boot mal mit. Ui, das ging jetzt aber flott. Hast du eigentlich ein Bett hier, Johannes? Oder muss ich mir mein eigenes Bett aufschlagen? Nein, hier ist ein Bett. Ach, das war wieder dieses komische, wo ich nicht runterkam. Doch, da kam ich runter. Das war da oben, wo ich nicht runterkam. Okay, dann legen wir uns hier mal ins Bett. Beim Johannes, Johannes, Monachos, Paraphylakas. Mein Gott, was für Namen. So. Was macht die Hexe? Das gucken wir uns dann später mal an, glaube ich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nicht doch noch ein anderes Dorf finden. Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann könnte man da vielleicht Handel mittreiben. Das sollte natürlich nicht so weit weg sein. Oder man könnte sich dann da vielleicht noch ein zweites Haus bauen, obwohl ich natürlich dieses Starterhaus nicht mehr habe. Da müssten wir dann selber aktiv werden. Das Starterhaus war ja relativ einfach zu machen. So, ein bisschen Expedition heute. Einfach mal gucken. Mein flach ist es da, ja. Da könnte man also auch ein Dörflein irgendwo erwarten. Oder finden. Da stehen Häuser. Da ist ein Haus, das ist aber wieder so ein extra, so ein separates Haus, glaube ich. Mal kurz auf die Karte gucken. So. Ja, da ist links oben hier, hier ist unser Dorf, nicht wahr? Jetzt fahren wir mal hier rum. Man hakt manchmal so ein bisschen. Wenn er wieder Sachen neu lädt, wahrscheinlich. Ja, hier wächst natürlich kein was ist das? Papageien. Och nee. Süß. Papageien. Aber die gibt es, glaube ich, jetzt auch im Hopsa. Huch. Die gibt es jetzt aber auch, glaube ich, eben richtig in Minecraft, glaube ich, ne? Oder? Die sind ja schön bunt. Und so schön bunt. So, kommen wir denn da? Hier sozusagen wieder zurück. Ich sehe die Verbindung noch nicht, aber es könnte sein. Doch, da ist sie. So, jetzt haben wir unsere Halbinsel hier mal ganz umrundet. Und hier sind wir ja im Prinzip. Wenn man dann auf die Karte guckt, wieder nah am Dorf dran. Wenn das jetzt nicht so bergig wäre, könnte man also hier auch noch einen Kanal durchbauen. Ja, hier so. Aber das machen wir nicht. Fahren wir mal wieder zurück.
Oder versuchen wir jetzt diese Insel zu umrunden hier. Von der anderen Seite. Das ist ja richtig malerisch. Mangroven sollen das wohl sein. Die haben natürlich nicht so eine fetten Wurzeln, aber man erkennt sie. Mangroven und Tropenbäume und dieses herrliche Tal hier. Wirklich schön. Und da sind wieder die. Nein, da sind sie nicht. Das waren Blumen. Ups, jetzt habe ich mich verjagt. Jetzt nicht. Da seid ihr. Tja. Dann fahren wir mal hier rum. Hier waren wir noch nicht. Aber es ist wirklich nur das eine Dorf da. Das ist schon recht ungewöhnlich, dass man nicht noch mehr Dörfer hat. Also ich kann mich an das eine Let's Play erinnern, was ich gesehen habe. Nicht das ganze Let's Play, sondern nur ein, zwei Folgen vielleicht. Flüsse sind auch immer nett. Also die sind hier wunderbar gemacht, das muss ich schon sagen. Fließen auch. Man muss mal ein bisschen nach oben. Mit dem Bötchen, das ist gar nicht so einfach. Ist ja wie beim Wildwasser hier und dann kommt man irgendwann an der Quelle an. Die hier irgendwo ist, ja, sieht so aus, als ob wir hier an der Quelle wären. Runter geht es immer schneller. Also die Flüsse haben sie gut gemacht hier, wirklich wahr. Also das ist besser als bei Minecraft. Da könnte Minecraft noch ein bisschen was lernen. Also, oh, hier ist wieder ein Idiot. Ein Leuchtturmwärter, der hat aber wahrscheinlich nichts. Wie heißt der? Krateos Kraikos. Aber dir brauche ich gar nicht zu gucken, du hast eh nichts. Du hast eh nichts, Krateos Kraikos. Ui, hier geht's durch den Tunnel durch. Hilfe. Hier ist ja richtig ein Wasserfall. Mach ein bisschen Licht an. Da sind wir wieder runtergerutscht. Müssen mit ein bisschen Schwung hier drauf. Haben wir es jetzt geschafft. Nee, anscheinend nicht. Jetzt hängen wir hier fest. So, mal schauen. Da ist man aber schon ein bisschen. Ui, Vorsicht. Ich glaube, ich muss ja mal weg. Hilfe!